Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marin und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder dabei bist und wir starten durch mit dem Thema Förderung. Da hat ja die Regierung etwas beschlossen und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Dann starten wir rein mit dem Thema Hybridautos, denn diese werden nur noch bis Ende des Jahres gefördert und dann ist Schluss. Ab dem 01.01.2023 werden nur noch Brennstoffzellenfahrzeuge oder vollelektrische Fahrzeuge gefördert. Nettolistenpreis bis zu 40.000 Euro bedeutet 4.500 Euro und mit Nettolistenpreis zwischen 40 und 65.000 Euro, da bekommst du 3.000 Euro. Der Kreis der Antragsberechtigten ändert sich bis dato nicht, aber darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Grundsätzlich ist es so, dass eine Thematik nicht gefunden werden kann. Ich habe zumindest nichts gefunden, ob offiziell jetzt auch die Haltedauer verlängert worden ist. Vielleicht ist das auch untergegangen. Vielleicht könnt ihr ja hier als Community mal ein bisschen aushelfen. Denn leider konnte ich hier nichts Handfestes jetzt finden und bin noch ein bisschen irritiert, ob die Haltedauer doch tatsächlich nicht länger geworden ist, wie man es ursprünglich vorhatte. Ja, dann schauen wir auf das nächste Thema und das ist nämlich dann die Förderung ab dem 01.09.2023. Da ist es so, dass die Förderung dann nur noch für Privatpersonen ist. Eine Auswertung auf Kleingewerbetreibende und gemeinnützige Organisationen wird noch geprüft. Ab dem 01.01.2024, wie gesagt, geht das ganze Thema weiter. Auch der Anteil bzw. das, was ja der Hersteller machen muss, ist genau das gleiche wie zuvor, 50%. Und wenn wir ganz unten im letzten Absatz schauen, haben wir einen Fördertopf von 2,1 Milliarden in 2023 und dann in 2024 1,3 Milliarden. Sollte die Elektromobilität weiter so gut laufen, glaube ich, dass es aber trotzdem noch ganz knapp reichen könnte. Sollte es aber einen absoluten Boom geben, dann könnte natürlich das Geld auch vorher weg sein. Und die Aussagen waren, wenn das Geld weg ist, dann gibt es auch keine Förderung mehr. Ich glaube eher, dass dieses tatsächlich in 2024 eng wird. In 2023 könnte es tatsächlich sogar noch reichen mit der Förderung. Aber da müssen wir mal abwarten. Wenn man hier einen Durchschnittswert nimmt, eine durchschnittliche Förderung von 4.000 Euro, dann kommt man vielleicht ungefähr auf 450.000, 500.000 Autos. Das ist aber, wie gesagt, eben halt die Frage, gibt es wirklich so viele Leute, die dann in diesen Durchschnitt erreichen? Da müssen wir aber mal abwarten. Grundsätzlich halte ich das aber nicht für realistisch, dass es nächstes Jahr ganz wegfällt. Aber ich lasse mich natürlich auch gerne positiv überraschen. Natürlich, wenn Entscheidungen gefällt werden von der Bundesregierung oder allgemein, gibt es natürlich auch immer Leute, die es kritisieren. Verbände und Experten kritisieren die Kürzungen und sagen, dass es ein Problem werden könnte, dass eben halt das, was man angefangen hat, dass die Verkaufszahlen zurückgehen werden und man damit das ganze Thema Elektroautos abwürgt. Meine persönliche Meinung, irgendwann muss eben halt auch mal ein Markt ohne Förderung bestehen. Dieses Beispiel kann ich immer nur wiederholen. Damals, als Obama in Amerika die Förderung getätigt hat, hat Tesla die 200.000 Autos erreicht und danach auch erfolgreich weiterverkauft. Es gab eine kleine Delle, aber sie haben erfolgreich weiterverkauft und sind auch weiter gewachsen. Und ich glaube, dass es wichtig ist für die Autoindustrie, dass sie eben halt ein profitables Auto baut und nicht nur die Autos verkauft, weil es eine Förderung gibt. Das kann und soll nicht der Sinn des Ganzen sein, dass der Steuerzahler die gesamte Autoindustrie im Prinzip nur deswegen am Leben hält, weil es die Förderung gibt. Also dementsprechend, ich hoffe, dass es dann tatsächlich nach Ende 2024 auch zu Ende ist. So soll es ja auch eigentlich sein. Aber wie gesagt, lass mal gerne deine Meinung da, denn ich finde, das ist eine wichtige Diskussion, die wir haben sollten.